from the Lost Place. Moin Leute, wir sind jetzt hier gerade in Butzbach, Nähe Frankfurt, und dort gibt es ein Lost Place und den wollen wir uns heute einmal anschauen. Wetterbedingungen sind optimal, wir sind sehr durchgekocht, aber ich hoffe, die Fahrt hat sich gelohnt und wir schauen uns da mal hin. Bis gleich! Man sieht schon ein bisschen was. Das ist die Baumschule anscheinend und da versuchen wir jetzt mal reinzukommen. Hoffentlich gelingt es und das Wetter spielt mit. So. Hier könnte man garantiert so einen Endzeitfilm oder sowas drehen. Wow. So viele Reifen überall. Oh ja. Schaut euch das mal an. Alles, was man sich vorstellen kann. Schläuche sind hier auf dem Boden. Spielgeld. Die Leute scheinen hier Familienfotos. Hier die schöne alte Baumschule als Mülldeponie zu verstehen. Darauf fahren wahrscheinlich mal die Pflanzen. Töpfe drauf oder Winter wird isoliert. Man findet auch überall solche Schilder hier. Das eine Pfeilkraut. Nice. Wow. Teile der Gebäudestruktur sind völlig verwahrlost. Die anderen wirken jetzt sehr neu. Diese Backsteinwand dort hinten wirkt, als wäre sie weniger als 5 Jahre alt. Und der Rest ist extrem heruntergekommen. Ja, dann kommt man mit in meine neue Bude. Wie ihr sehen könnt, sehr geräumig, bisschen modernes Design. Habe ich extra einen Grafikdesigner aus Südafrika einfliegen lassen. Hier ist jetzt ein bisschen dunkel, aber der Elektriker kommt noch. Mir wurde es letztes Jahr versprochen. Hier diese Tonne zum Wärmen. Das ist halt ein offenes Lagerfeuer. Ich meine, aber ja, also manche Leute brauchen mehr Luxus und manche. Hier auch ganz besonders. Dieses Aroma. Hier war mal die Toilette. Habe ich aber keine Lust mehr zu, deswegen gehe ich in den Garten. Boah, schaut euch mal das Bürozimmer an. Jetzt mal Spaß beiseite, schaut euch das an. Komplette Akten. Mit Rechnungen, was ist das hier? Wahnsinn, wer lässt das hier? Das ist doch super viel Arbeit, oder? Ich glaube, das ist einfach abgefackelt, das Ding, und das haben die nicht mehr viel gemacht. Hier im Büro ist alles voll mit Rechnungen, immer auf dem Boden. Oh, stimmt. Wahnsinn. Auf der Terrasse. Zumindest gleich, das war's mal. Wir gehen gleich in den nächsten Raum. Oh ja, es geht hier hoch. Wow, schaut euch das an. So, machen wir den Stress. Ja. Wenn ich abpasse, dann. Krass, Alter. Wenn wir unten halten, dann. Echt groß. Geht's hier lang? Es gibt verdammt viele Räume. Wow, wo bist du jetzt hin? Wow. Es hat sich echt gelohnt, hierher zu kommen. Ja, von hier hat man eine recht gute Aussicht auf die ganzen Reifen. Es werden immer mehr. Die Reifen, die leben, die gut.
Ja, das ist gut. Cool, Mann. Steile Hüpfburg in der Ecke. Ja. Eigentlich richtig kinderfreundliche Umgebung hier. Aber die Augen sind cool. Der ganze Fußboden ist auseinandergerissen. Boah, denk mal, das wäre ein Wohnzimmer. Ja, aber ich meine, man könnte hier Pflanzen hinsetzen. Da unten ist noch ein Gebäude, ist das? Ja. Oh, der Balkon. Da würde ich mich jetzt aber nicht drauf trauen. Ja, hier der kleine Balkon. Mit einer Markise sogar. Der tut drüben nicht rein. Was? Erwarten Wände. Hallo? Der Portal into Narnia. Shit, was ist da? Ah, es geht da runter. Wow. Und es geht runter. We go down, man. Hier unten da, oben aus. Da ist sogar eine Tür anstatt. Geh du mal vor. Super. Sieht schon gefällt. Das sieht richtig übel aus. Vor allem ist kein Licht da. Oh. I think, wollen wir uns nicht mehr anschauen. Ach komm. Boah, dann geht's mal weiter, Alter. Hier kann ich schon auf den Sinn. Boah, Leute. Jesus. Was ist da hinten? Der Obstbaum. Offener Brief an die Baumschule. Ich glaube, das ist eine Baumschule beim Kaffee. So, wir sind wieder beim Licht. Das ist ein ganz anderes Gefühl, richtig gleißend. Jetzt wollten wir mal dort hinten hinschauen. Hier diesen Pavillon, den habe ich euch vorhin vom Balkon aus gezeigt. Da ist er auch schon. Schade, geschlossen. Also bis jetzt war es wirklich irre. Das habe ich noch nie gesehen. Ich war schon bei einem Rave. So, Jungs und Mädels, wir sind hier auf der Baumschule Nikolin in Butzbach und versuchen hier durch die Natur unseren Weg nach draußen zu finden. Folgt mir. Ah, what the shit? Oh Mann. Ah. Oh, jetzt merke ich es aber auch. Durchaus eine elegante Performance. So macht man das, Leute. Ja. Auf Wiedersehen. Das ist Survival for today. Und wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet. Zum nächsten Mal. Peace out. Peace out. Bis zum nächsten Mal. Ciao.